Hey Leute, ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ist ja nun vorbei, für euch zumindest. Für uns beginnt es jetzt, denn wir haben heute Heiligabend. Wir sind schon fleißig am Kochen, wobei ich muss sagen, dass die Dinge, die ich dieses Mal vorbereitet habe oder vorhabe, nicht so zeitaufwendig sind oder so mittel eher. Genau. Ich habe einmal schon Tiramisu vorbereitet, allerdings gestern, das muss ja über Nacht ziehen, ne? Das habe ich nach meinem Buch gemacht, also nach meinem Rezept. Allerdings habe ich Spekulatius genommen, genau, als Biskuit. Für so ein bisschen Variation, mal weihnachtlichen Geschmack. Und jetzt mache ich, dreh mal um. Genau, das passiert gerade. Also ich koche Kartoffeln. Für Smashed Potatoes mache ich mit Knoblauch und Käse überbacken dann später. Hier ist eine schöne, wunderschöne, wunderschöne Bratensoße, wie ihr seht. Ich reiche die jetzt noch an mit Orangensaft und Orangenschale. Das ist nämlich für die Ente à l'Orange, ihr wisst noch. Genau, das nehme ich dann dafür. Übrigens habe ich für die Soße, das ist für die Sauerei, hier, das hier genommen. Alkoholfreien Rotwein, weil mir fiel ein, ja, hä, ich stille ja und ich will aber dick Soße und das verkocht ja nicht richtig. Das ist so ein Mythos. Ihr müsst es mal, müsst euch mal schlau machen, wenn ihr euch dafür interessiert. Das ist tatsächlich so, dass es nicht so gut verkocht. Und auf Nummer sicher zu gehen, werde ich einfach mal den Alkoholfreien nehmen. Den habe ich auch hier genommen. Der ist ein bisschen säuerlicher zwar, man muss ein bisschen gegensteuern mit Süße, aber macht nichts. Das ist jetzt wunderbar. Genau, und da kommt jetzt halt der Orangensaft rein. Presse ich gerade hier manuell. Und dann gebe ich noch ein bisschen Schale dazu. Vielleicht nur kurz, um es aufzukochen und dann was ist. Oder ich reibe sie ein bisschen rein. Ja. Falsche Hase, der wirklich falsch ist. Ein veganes Hack hat meine Mutter gemacht und jetzt zum ersten Mal mit veganem Hack gearbeitet. Gell? Ich glaube, zum ersten Mal. Ja, aber bin gespannt. Hihi. Mit Simply Bee, Feta-Käse, gell? Rote Paprika, Karotten. Und jetzt ist es, jetzt ist knusprig. Das reicht so. Wow, Leute, genau so habe ich mir das vorgestellt. Hier die Rotkohlquiche. Genau, Süßkartoffel. Quiche. Falscher Hase. Rotkohl. Falsche Ente. Rotkohl. Quiche. Eine Quiche. Pilze. Die Smashed Potatoes, die jetzt sehr knusprig schon geworden sind, aber egal. Knusper, Knusper, Knäuschen. Jetzt wird gegessen. Okay, nur für den Fall, dass nicht alles drauf war, weil ich nicht weiß, ich konnte nicht viel filmen, mussten schnell machen. Baby D war ein bisschen aufgeregt, so nach der Bescherung ging es richtig ab, der konnte gar nicht ins Bett, der konnte gar nicht schlafen vor Aufregung, war so richtig aufgekratzt, ja, nachdem er seine Geschenke alle gesehen hat, wollte er natürlich auch gleich loslegen, dachte sich, was ist hier los? Glocke leuchtet, Geschenke werden ausgepackt, der ist voll aufgeregt gewesen, voll süß war das eigentlich, weil ich hätte nicht gedacht, dass er schon so sehr darauf reagiert, aber war sehr emotional. Und dann hat es etwas lang gedauert, genau, bis er eingeschlafen ist. Deswegen hat sich das mit dem Essen ein bisschen verzögert. Aber ich wollte nochmal aufzählen, was wir alles hatten, falls ich das da in dem Moment nicht genau gesagt habe. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht mehr. Also, wir hatten einen veganen Hackbraten, den meine Mama zubereitet hat. Der war exquisit. Ich kann jetzt auch nochmal, das ist das Coole, ich kann jetzt nochmal so wie so Review machen, weil das ja da hinterher. Der war mit veganen Feta gefüllt und Paprika war da drin, war sehr lecker, war, also ihr könnt das wirklich identisch nachmachen, wenn ihr veganes Hack nehmt, könnt ihr auch wirklich Hackrezepte vegan zubereiten, wie ihr seht. Super easy. Und dann hatten wir die vegane Ente, habt ihr gesehen, die habe ich kross gebraten. Ich bin es jetzt, also im Nachhinein hätte ich sie nicht
hätte ich sie doch nicht so kross gemacht. Für meinen Geschmack fände ich besser. Aber es war okay. Alle waren begeistert davon. Ich hatte ja diese Bratensoße gemacht mit ein bisschen Orange verfeinert, so à l'Orange, dann zur Ente passend. Die kam auch sehr gut an, die Soße. Dann hatten wir ja aus dem Ofen Süßkartoffel und Rosenkohl einfach so Natur gelassen mit bisschen Öl und Salz. Das war es eigentlich. Genau, man hatte die Soße gehabt. Ne? Dann hatte ich noch eine Zwiebelmarmelade. Die hatte ich einen Tag vorher eingekocht. Einfach Balsamico, Zucker, ein paar Aromaten sowie Nelke habe ich dran gemacht, glaube ich. Lorbeer und Pfefferkörner. Genau, das war's. Einfach so richtig so schön, so dick einkochen, dass es wie eine Marmelade wird zum Ende. Und die war sehr lecker zum Hackbraten, sage ich euch. Oh mein Gott, das hat so gut zusammengepasst. Und dann hatten wir noch die Rotkohl-Quiche. Das Rezept hatte ich durch eine Kooperation kennengelernt. Ist mir allerdings diesmal nicht so gut gelungen, weil ich habe ein bisschen zu viel Orangenabrieb reingemacht. Und es war dann sehr, fand ich, alles hat so übertüncht und es wirkte so ein bisschen süß dadurch, wie so eine Süßspeise. Da habe ich es zu gut gemeint mit der Orange. Und dann, was gab es noch dazu? Gebratene Pilze und nochmal das Schmorgemüse, was ich eigentlich benutzt habe für meine Soße. Das habe ich einfach nur rausgefischt und das nochmal serviert dazu. Dann noch meine Smashed Potatoes, die ein bisschen zu kross wurden, weil es hat halt alles so lange gedauert schon, ne, bis wir endlich essen konnten. Aber die waren trotzdem lecker, also sehr kross und dann mit so Knobiöl drauf und ein bisschen veganen Käse, nur leicht überbacken. Sehr lecker, kam alles sehr gut an. Ich muss sagen, das war so mein Traumessen, was ich ja seit Jahren so machen wollte und ist gut gelungen. War sehr lecker, so Thanksgiving-Style in der Art, alles so draufgepackt, ne. Und zum Dessert gab es eine Spekulatius Tiramisu, das Rezept aus meinem Kochbuch. Nur habe ich eben das Biskuit oder beziehungsweise da nehme ich eigentlich Zwieback ausgetauscht gegen Gewürzspekulatius. Und es hat so eine weihnachtliche Note nochmal gegeben. Ich habe nochmal blanchierte, in Glühweingewürzen gezogene Birne, habe ich da gewürfelt, einfach ein paar Heidelbeeren noch drauf und Pekannüsse, karamellisierte Pekannüsse und Granatapfelkerne. Ganz easy, aber das schmeckt super lecker. Und mein Papa hat sogar nochmal einen Nachschlag genommen von dem Tiramisu, weil es ihm so gut geschmeckt hat. Das war unser Essen zu Heiligabend. Hoffentlich eine Inspiration für euch und nochmal auch zu zeigen, sag ich immer wieder, was man alles vegan so zaubern kann. Wirklich alles mögliche. Und diesmal haben wir auch zum ersten Mal sowas mit wie ein Hackbraten gemacht und es ist super gelungen, hat super geschmeckt und man hat nichts vermisst. Also man kann es durchaus machen. Der Veganuary steht ja auch vor der Tür, ne? Ihr wisst ja, Januar geht's los. Vielleicht ein Anreiz für euch, vielleicht sucht ihr ja nach Rezepten gerade und seid ihr hier drauf gestoßen. Ich würde es mir wünschen, dass ihr es mal ausprobiert, falls ihr damit liebäugelt, vielleicht mal den Veganuary als Challenge zu nehmen und mal ein bisschen mehr vegan in euer Leben zu integrieren. Es geht auf jeden Fall super easy. Ich habe auch super viele Videos nochmal dazu gemacht. Kann ich euch mal verlinken, die Playlist für den einfachen veganen Start, also vegan für Beginner sozusagen. Das könnt ihr euch gerne reinziehen und ich wünsche euch jetzt schon mal ein wunderschönes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Für mich war ja privat 2021 so das ereignisreichste Jahr ever sozusagen, weil ich ja Mama geworden bin und das ist sowieso schon das Schönste passiert quasi. Ich hoffe natürlich trotzdem auf ein weiteres schönes Jahr und was alles noch kommen wird für euch, wünsche ich das Gleiche und natürlich Gesundheit ist das Allerwichtigste, aber auch, dass alles, was ihr euch so vornehmt, dann in Erfüllung geht und dann sehen wir uns im nächsten Jahr. Vielen Dank fürs Einschalten, für eure Treue wie immer. Bis dann. Tschüss.